Hallo Angelfreunde, seid gegrüßt, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute wieder hier an dem wunderschönen kleinen See. Wir haben heute echt ein Traumwetter. Heute habe ich richtig Glück. Ich werde es wieder versuchen auf Schleie, Karpfen und Brasse und zeige euch, wie ich vorgehe. Ich habe heute ein paar neue Pellets dabei, die ich euch zeigen werde. Das ist was ganz Besonderes, habt ihr bestimmt so noch gar nicht gesehen. Und ja, seid gespannt und ganz viel Spaß beim Video. Auf geht's, ich baue jetzt mein Zeug auf und dann legen wir los. So Leute, alles aufgebaut, Futter angemischt und ja, jetzt kann es eigentlich schon losgehen mit dem Angeln. Ja, wie angle ich heute, was mache ich heute? Ich werde heute wieder versuchen, hauptsächlich mit dem Messed Feeder ein paar größere Fische ans Land zu ziehen. Ich sage mal, so eine schöne Schleie würde ich mich echt freuen. Die Bedingungen sind heute wirklich ideal. Aber ihr kennt das Gewässer. Hier habe ich schon sehr oft geangelt und gefilmt. Und hier ist es ganz oft so, dass sie auf dem Messed, es gibt Tage, da wollen sie einfach nicht auf dem Messed-Korb beißen. Deswegen habe ich auch noch eine Route mit dem klassischen Futterkorb fertig gemacht, mit Marder. Das zeige ich euch aber alles gleich. Ja, was ich euch heute zeigen will, vorstellen will, so ein bisschen, sind die neuen Pellets, die ich heute mal ausprobiere und die neuen Köder. Und zwar die Pellets, die ich heute angel, habe ich so wirklich noch nie gesehen. Das hat mich echt überrascht, dass es überhaupt sowas gibt. Und zwar sind das spezielle Perfect Swim Pellets. Und die bilden im Wasser so eine Säule, ne? Die steigen auf und steigen wieder ab. Also wenn man jetzt an einem See angelt, kann man so eine schöne Säule bilden. Und ich denke, wenn Fische im Mittelwasser stehen, kann man die auch schön vom Mittelwasser abziehen, auf den Futterplatz, auf den Grund. Ja, jetzt fange ich aber erstmal an mit dem Ausloten. Ihr kennt es, mein Hotspot hier ist ganz klar dicht an der Insel. Und da werde ich jetzt einfach mal mit dem Messed-Korb mich rantasten, klipp dann ab. Ja, zu meinem Gerät heute, was ich dabei habe. Heute Messed Feeder. Hier sind auch ein paar dickere Karpfen drin. Deswegen ganz klar die Blackthorn bis 80 Gramm Wurfgewicht in 3,30 Meter. 5000er Rolle habe ich drauf. 24er monophile Schnur. Und hier mein Messed-Korb. Wie gesagt, jetzt lote ich erst mal aus. Nach dem Ausloten werde ich klein wenig anfüttern, gerade ein paar Körbe setzen mit ein bisschen paar Pellets, ein bisschen Futter. Und dann ja, hoffe ich einfach mal, dass wir heute ein paar schöne Fische fangen. So, Dille, jetzt machen wir mal hier den ersten Wurf Richtung Insel. Okay, ein Stückchen weiter gehe ich noch und jetzt klippe ich ein. Zack, hier in den Schnurclip. Heute habe ich auch mal meine neue Ablage dabei, meine neue Rutenablage. Die neuen von Cresta. Hatte ich jedes Mal vergessen in der anderen Angeltasche. Aber jetzt wird es mal richtig eingeweiht. Also, jetzt mache ich noch einen Probewurf. Heute steht der Wind perfekt in Richtung Insel. Also. Ah, besser geht's nicht, Leute. Ich liege jetzt genau auf dem Spot, wo eigentlich schön die Fische vorbeiziehen. So. Jetzt werde ich einfach mal zwei, drei Körbchen mit Messed-Korb anfüttern. Und dann mal schauen, wie sich da so alles verhält. Ja, ihr seht, gar nicht so viel Futter. Einfach mal so zwei, drei Körbchen. So. Jetzt mache ich auch gleich noch meine andere Rute startklar. Oder zeige sie euch mal. Und sollte halt auf dem Messed-Korb die großen Fische ausbleiben, angel ich hier mit meiner Identity Superior 320 einfach auf die kleinen Fische.
Manchmal kann es sein, dass sie noch hier im tiefsten Bereich stehen. Da werde ich jetzt auch mal ein paar Körbe anfüttern. Und dann habe ich immer noch die Option auf Kleinfisch angeln, wenn die Großen nicht wollen. Und da auch wie gehabt. Im tiefsten Bereich hier. So, klipp hier auch ein. Na. Zack. Ja. Hier halt ganz feine Schnur. Das ist eine 20er Monophile. Aber die Rute, die verzeiht alles. Die biegt sich ja bis ins Handteil. Die ist so fein. So, und da werde ich jetzt auch gleich einen Platz anlegen. Auch mit dem Futter. Ein paar Maden noch dazu. Und dann einfach mal auch 4-5 Körbchen. Das ist halt einfach nur so als zweite Option, falls die Größeren nicht wollen. Ne? Ich probiere jetzt einfach mal zu Beginn den Haribo. Ja. Haribo ist ganz interessant, riechen wirklich wie so Gummibärchen. Ja, und ich mache einfach mal den gelben dran, den gelben Wurf da in 8 mm. So. Von der Konsistenz her sind die auch richtig interessant. Die sind nicht zu hart und nicht zu weich, also eigentlich ideal. So, machen wir hier einfach auf den Spieß. Zack, so. Und jetzt wird einfach mal die Messed Mold geladen. Das zeige ich euch mal jetzt hier. Die Pellets sind ganz fluffig. Also, ich lege den Hakenköder rein. Die oben drüber. Und jetzt nur noch hier mein Messetkorb drauf, 30 Gramm, bisschen drücken. So, raus. Jetzt mache ich noch eine kleine Lage oben drüber. Und zwar mit dem Grundfutter. Wieder schön drücken. So, so sieht es dann aus. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Also, der erste Wurf jetzt hier mit Köder. Ach, genau da, wo wir gefüttert haben. Jetzt hat der Wind schön nachgelassen. So, Leute, und jetzt würde ich sagen, schenke ich mir jetzt echt mal schön Kaffee ein und tue mich mal ganz in Ruhe auf den ersten Biss freuen. Und wenn dann die Route krumm geht, Leute, dann seid ihr dabei. Ich bin gespannt. So, Freunde, als nach ungefähr 20 Minuten, halbe Stunde gar nichts ging, habe ich mal so einen Köder dran gemacht. Der nennt sich Kannibal, der stinkt. Ich kann den Gestank gar nicht beschreiben. Und ihr werdet es mir nicht glauben, der erste Wurf jetzt liegt keine 2 Minuten drin und sofort geht die Route krumm. Und es ist ein schöner Brassen. Kommt dabei? Jawohl. Also echt, was das ausmacht, wenn man mal den Köder tauscht. Oh ja, und der, könnt ihr mal schauen, wie der ausschaut, der Brassen. Kurz abhaken hier. So geht es besser. Voller Laichausschlag, Leute. Schaut euch das mal an, der Fisch hier. Richtige Pusteln. Ja. Also ihr seht, die sind dabei, Nachwuchs zu machen hier. So, Leute. Nächster Fisch im Drill. Rute ist schön krumm. Diesmal habe ich mal so einen Maiswurf da drauf gemacht. Echt gespannt, was es ist. Ah, oh, ist das herrlich, ey. Endlich wieder auf Messed Feeder. Richtig Action, ey.
Bremse hat man nicht geschrien, also nehme ich mal an, dass das vielleicht ein Brassen sein könnte. Karpfen, der zieht eher Schnur ab. Ja, wie schon vorhin, heute ist Brassenzeit. Das ist einer von den größeren hier. So, den wobei. Das ist einer von den größeren hier. Hängt tadellos in der Unterlippe. Na, mal schauen. Richtig schöner. Der hat jetzt gar keinen Laichausschlag, ne? Wunderbar. So, also das war jetzt so mal so ein gelber Köder hier. Der riecht extrem nach Mais. Und wieder die gleiche Prozedur. Korb bis die drücke. So, dala. So fliegt es gleich wieder rein. Man muss wirklich genau den Platz treffen, sonst kriegt man keinen Biss. Die schwimmen also quasi genauso an der Insel drumherum, dicht vorbei. Und wenn man da genau liegt, und dann kommen sie direkt an den Köder. Also zweiter Brassen, ich freue mich. Und das war einer hier von der größeren. Was mir hier auffällt, ist irgendwie, wenn wir die Brassen beißen, dann beißen sie. Oder wenn wir Karauschen beißen, Giebel, dann beißen die. Und dann gibt es aber auch nur Tage, da beißen nur Schleien. Habt ihr auch an euren Gewässern irgendwie so ein Muster oder so ein Phänomen? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Also hier ist es wirklich so, wenn muss Schleien beißen und dann fängt man gleich mehrere. Ganz komisch hier. So Leute, nächster Fisch im Drill. Diesmal aber nicht mit Message Feeder, sondern auf der Madenrute, auf der ganz weichen Rute mit Made. Und da habe ich jetzt wirklich einfach nur 20 Minuten liegen lassen. Wollt mal schauen, vielleicht, dass auf Made was geht. Weiß nicht, was es ist. Kommt man nicht hoch. Ja, auch wieder ein schöner Brassen da, schöner Kell. Oha. Jawohl. Eingenetzt. Schön mit der Freilaufmontage. Haken hängt ganz vorne in der Unterlippe. So wie es sein soll. Schau dir mal an, was ein Brassen. Gut 1,5 Kilo. Der auch wieder ohne Ausschlag, ohne nichts. Makelloser Fisch, ja, super. Schöner schleimischer Brassen. Es gibt doch wirklich beim Angeln nichts Schöneres. Also scheint so, als hätten die Brassen schön den Platz angenommen. Dann machen wir gleich weiter. Ich habe hier wieder den Gamagatsu-Haken, den 14er. Und die Haken, die sind einfach so scharf, es macht einfach Spaß, mit denen zu angeln. Ja. Ich habe mit denen kaum Fehlbisse, muss ich echt sagen. So,
Hier mein Körbchen, Speedkorb, 20 Gramm. Und so fliegt es jetzt wieder rein. Freilaufmontage, wie gesagt. Ganz fein in den Clip. So, jetzt würde ich sagen, vielleicht bis zum nächsten Brassen. Ja? Vielleicht haben wir Glück und es schaut noch eine Schleie vorbei. Aber bisher ist weggescheut Brassentag. Und alles die Großen, ja, die fange ich hier sehr selten. So Leute, Clip raus. Ich pack zusammen. Was soll ich sagen, ihr Lieben? Es war heute ein richtig klasse Angeltag. Drei schöne Brassen gefangen. Und ja, ich denke, für die Jahreszeit und einfach mal so spontan ein paar Stündchen angeln, war das heute richtig gut, richtig in Ordnung. Ich konnte mal, wie gesagt, die Pellets testen, konnte mal schauen. Ach, die neuen Köder und alles. Ja, hat wirklich einen sehr guten Eindruck gemacht. Ich werde das demnächst noch mal testen. Und da gehe ich aber mal an Gewässer mit vielleicht ein bisschen besserer Karpfenbestand, dass man mal genau vergleichen kann. Ja, aber alles in allem heute ein richtig schöner Angeltag. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das Video. Und ja, wie immer, Leute, wenn euch mein Kanal gefällt, lasst mir ein Abo da. Da freue ich mich drüber. Und dann bis zum nächsten Video. Bleibt gesund, viel Petri Heil und macht's gut. Ciao.